Paar kommt. Ich werde mich nicht genau an den Zeitplan halten, weil das war noch nie meine Stärke. Wir machen das ganz intuitiv. Der eine oder andere wird mal länger reden. Shilpa habe ich kennengelernt. Sie war mal bei mir in der Praxis und damals war ich schon sehr beeindruckt von ihrer tollen Ausstrahlung. Und da sie auch Psychologin ist und Yogalehrerin, freue ich mich sehr, dass sie hier mitmacht und du darfst selber erzählen. Danke, dass du hier anbietest. Hallo. In Indien man begrüßt mit einem Namaste und Namaste bedeutet, ich verbeuge vor deiner Seele. Und habe ich jetzt in meinem Leben hier festgestellt, dass die Bayern und die Inder haben irgendwas gemeinsam. Ja? Die Bayern sagen auch Grüß Gott. Und damals habe ich nicht verstanden, warum sagen sie Grüß Gott, ich bin doch kein Gott. Aber dann habe ich verstanden, ich grüße der Gott in dir. Und deshalb, jetzt finde ich, der Inder und die Bayer haben irgendwas Gemeinsames. Ja, so wir sind nicht so weit weg. Ich bin in Indien geboren und meine Eltern sind beide Inder. Meine Mutter ist eine Yoga-Lehrerin und mein Vater übt und lebt Yoga, seit ich ihn kenne, seit meiner Geburt. Und ich habe mein Wissen auch hier gebracht, nachdem ich in verschiedenen Ländern gelebt habe. Und ich freue mich, hier zu sein und Yoga zu unterrichten oder den Weg von Yoga zu zeigen. Wir leben in einer sehr stressvollen Leben, ja, in der Welt. Und wir brauchen immer runterzukommen. Und das ist jetzt die Zeit, nach innen zu gehen, eine Reise in dir. Und das hilft Yoga. Yoga hilft auch mit dem Körper. Es ist eine gemeinsam mit Körper, Geist, Seele. Und was wir in Indien sagen, das ist Prana. Prana ist wie in Qigong man sagt Qi. Ja, das ist die vierte Sache. Mehr kann ich nicht erklären, man muss fühlen, man muss spüren, ja. Und ich möchte gerne, mein Ziel ist, mir geht es gut, wenn ich Yoga übe, und mein Ziel ist, das so weiter zu verbreiten, sodass ihr auch euch eure Reise machen können in euch selbst. Vielen Dank, Namaste. Wir haben hier im Haus vier Räume, wo wir